Hi ho und willkommen zu meinem Video. Ja, also folgendes. Heute, nee, das war jetzt gestern. Gestern tatsächlich. Wow. Also gestern habe ich einen Maler angerufen und habe mal gefragt, ob er sich das Zimmer angucken kann und ob er mir mal sagen kann, was man da machen kann und was möglich ist und eben das. Und der Maler war zufälligerweise dann direkt gestern auch also da. Eigentlich hatten wir ursprünglich am Telefon gesagt, ob er nicht also heute kommen würde, aber dann hat er gestern spontan Zeit gehabt. Und ja, und dann war er dann gestern da und hat folgende Sachen gesagt. Und das ist vielleicht auch für alle, die ähnliche Geschichten sich interessieren, interessant. Also, erstens, die ersten 5 cm Isolierung sind die, die am meisten bringen. Und die Isolierungsschicht, die meine Mom vor Jahren gemacht hat, die ist gerade mal 1 cm. Also die bringt rein gar nichts. Und die müssen wir leider jetzt erstmal entfernen. Und dann, wenn die weg ist, dann ist der nächste Schritt, dass dann eine neue Isolierungsschicht draufkommt. Dann kommt auch eine neue Tapete, also dann wird das alles zugeschmoddert. Ich weiß jetzt nicht, wie das Wort heißt, tut mir leid. Und wenn es dann fertig ist und dann kommt noch so ein Malervlies drauf und dann kann man es mit matten Farben bemalen, also streichen. Wobei man es zweimal streichen muss, weil ich möchte ja eine glatte Wandstruktur haben. Ja, eine Sekunde. Was war noch? Ja, man muss die Steckdosen nach vorne verlegen. Das wusste ich gar nicht, weil ja die Wand, aber hätte ich mir denken können, weil die Wand ja dann tiefer wird. Und dadurch muss man die Steckdose einfach ein Stück nach vorne verlegen. Ja, aber auch Sachen wie zum Beispiel die Deckenlampe und ich vermute auch die Fernsehbox, weil da ist auch eine Fernsehbox. Okay. Das darf ich auf keinen Fall vergessen. Das muss ich. Darum muss ich auch wieder weiterdenken. Ja, auf jeden Fall muss man ist das dann jetzt der dritte Tech-Handwerker, der jetzt schon da war. Und ja, und der macht uns jetzt einen Kostenvoranschlag und dann hoffe ich einfach, ganz ehrlich, dass das nicht arg teuer wird. Aber da kann ich dann erst, wenn der Kostenvoranschlag da ist, mehr dazu sagen. Oh Gott, ich werde euch dann auch am Ende sagen, was dieses Projekt alles in allem gekostet hat. Und ja, ja, was gibt's noch? Dann, was günstiger wäre, wenn man theoretisch, nachdem die Tapete, also nachdem das alles gemacht wurde mit der neuen Schicht und dem Isolierding, wenn man sich dann entscheidet, anstelle von einer glatten Ebene eine Raufasertapete wieder drauf zu machen, weil das bräuchte dann bloß zwei Ebenen, zwei Ebenen irgendwie. Und mit einer glatten, also mit einem glatten Ding braucht es drei. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es genau war. Es waren so viele Infos. Es tut mir echt leid. Ich wünschte, ich könnte euch da jetzt voll viel mehr erzählen, aber es ist halt irgendwie so ein bisschen durchgegangen. Ja, wo stand jetzt scheinen meine schöner Bohnenfarben machbar zu sein. Und dann ganz am Ende kommt da noch ein Malervlies drauf und ja, damit es einfach schön aussieht. Wisst ihr, was mir da gerade einfällt? Gibt es tatsächlich, das wird dann okay, also so rein vom Ding her. Ja gut, sieht dann halt, ist ja, das macht dann diesen glatten Look, wie es mir scheint. Interessant. Es gibt natürlich auch irgendwie so Malervlies für unten drunter, das wo man drauf steht. Also, das ist jetzt gerade ein bisschen verunsichert, aber ja gut.
Hey, ist ja lustig. Die sieht aus wie bei, fast aus wie bei uns. Ich habe gerade ein Bild gesehen, das fast aussah, sieht aus wie bei uns, nur dass da keine Heizung ist. Ja, die Heizung ist echt eine gute Sache, weil die bei uns unten ist, weil dadurch ist es so, dass die Heizung nach oben die Luft lässt und dadurch bleiben die Wände trocken. Das ist ein Vorteil. So, was so ein bisschen doof ist, aber was halt gerade jetzt Stand heute noch ist, ist, dass es, also dadurch, dass das Fenster ja erst im Juli eingebaut wird, kam und der Techniker dann erst wieder im August, September Zeit hat, schiebt sich jetzt alles halt extrem nach hinten. Das ist doof. Aber ja, das ist auch nicht von, also das ist jetzt auch wichtig, weil das ist jetzt der nächste Schritt, weil das, also eigentlich wollten wir den Schreiner als nächstes in die Wohnung holen, aber der kann erst nachdem die Wand steht, kann der dann erst arbeiten. Ja, aber dazu erzähle ich euch dann, wenn der Schreiner da war, mehr, weil im Moment ist er noch gar nicht da gewesen und ja, da kann ich euch noch gar nichts erzählen, groß. Der kommt nämlich erst Anfang Juni. Den haben wir auch schon mal angeschrieben, ob er Zeit hätte. Und der kommt jetzt Anfang Juni zu uns und misst mal das erste Mal alles ab. Ui. Also ich weiß, das klingt jetzt voll doof und vor allem so First World Problems mäßig. Aber ich sag's, wie es ist. Im Moment finde ich das ganze Projekt ein bisschen anstrengend. Aber das ist natürlich alles planen, alles vorbereiten und so. Und wenn man das dann einfach, wenn es dann irgendwann läuft, dann läuft's. Hoffe ich zumindest. Bete ich. Ich drücke mir die Daumen. Ja, aber ich kann euch dann noch nachher ein kleines Update geben und ja. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr dazu meint. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.retour@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.